Hallo, liebe YouTube-Fans und Elite Dangerous Piloten. Mein Name ist Joint Venture. Willkommen zurück zur Staffel 2 von Commander Cronverts Reise nach. Nicht Iota Persei. Nein, 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 nein. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin zwar immer noch in Iota Persei, wie ihr unten erkennen könnt. Da unten. Aber es wird Zeit für mich, woanders hinzufliegen. Wenn ihr die letzten Episoden verfolgt habt und oder auch die ganze komplette letzte Staffel gesehen habt, ich habe meinen Weg hierher gebahnt, ich habe mehrere Sachen probiert, ich war Bounty Hunting, ich habe geschmuggelt, ich habe Mining probiert, also Ressourcen sammeln. Das habt ihr zwar nicht gesehen, aber das habe ich nebenbei noch gemacht und weil ich gedacht habe, dass die Ressourcen hier in diesem System doch relativ gut sind, wobei ich mich dann doch sehr, sehr stark getäuscht habe. Ja, und das Universum, das ist riesig. Es gibt 400 Milliarden Sterne, die wir hier bereisen können. Und das möchte ich an dieser Stelle jetzt weiterführen. Dafür habe ich mir auch den Beruf als Entdecker ausgesucht, um einfach dieses ganze große Riesenuniversum zu entdecken. Um das Ganze weiterhin spannend zu gestalten, habe ich mir etwas ausgesucht. Und zwar, ich werde jeden Monat, Januar, Februar, März und so weiter, werde ich bestimmte Sternenkonstellationen featuren. Das bedeutet, es gibt eine Webseite. Die Webseite findet ihr unten in der Beschreibung. Dort kann man sich die Konstellationen anschauen, die für bestimmte Monate Priorität haben. Im Januar zum Beispiel gibt es 5 Konstellationen. Davon sind die 2 primären, also Sternenbilder, wären Orion, der Schütze, und Taurus, der Stier, der Bulle. Orion wurde in vielen YouTube-Videos schon mehrmals gezeigt, gerade weil ein Stern, viele Sternhaufen dort in der Nähe sind und auch ein Nebel sich dort in der Nähe befindet, aber Taurus hat noch gar keiner gemacht. Und das sind ungefähr 7 oder 8 Sterne, die man anfliegen kann. Und ich habe mir gedacht, wir fangen dort einfach mal an. Ich zoome mal so ein bisschen raus, guck mal. Das ist so die grobe Ecke, in der wir uns bisher so lange nicht bewegt haben. Aber ich habe mich mehr so in diesem Bereich aufgehalten. Und wenn man hier rauszoomt, da gibt es schon, das ist echt nur so ein kleines Häufchen zwischen diesem ganzen riesengroßen Haufen hier. Ihr seht, je näher wir uns der Mitte befinden, desto ruckeliger wird's. Deswegen gehe ich mal wieder rein. Und zwar, einer der Sterne vom Taurus-System oder von der Taurus-Konstellation ist Aldebaran. Ich muss da immer an Star Wars denken. Alderaan, wer von euch das schon mal gesehen hat, wird sicherlich das in irgendeiner Form wiedererkennen. Seht ihr, wir können da hinfliegen. Und es gibt sogar schon eine System View für mich. Das ist ja cool. Es gibt 2 Sterne. Aldebaran, boah, ist der riesig. Spectral Type K, Orange Giant. Fast am Ende des Lebens angekommen. Deswegen ist er auch so groß. Was haben wir hier? Aldebaran B. Klasse M Stern. Der Klasse M Stern ist dieselbe Größe wie unsere Sonne. Okay, mal gucken, gibt es denn hier noch was? Nein, scheinbar nicht mehr. Da ist vorbei. Na, hier wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, kleiner Tipp von mir. Wenn ihr als Entdecker unterwegs seid, man hat die Möglichkeit, wenn man hier in der System Map ist und einfach mal ganz nach rechts geht, wenn es dort nicht mehr weiter zu scrollen geht, ist das eigentlich ein Indiz darauf, dass das System dort beendet ist. Ähnlich wie hier, also der größte Himmelskörper sollte eigentlich den Rand so anzeigen. Oft ist es so, dass ihr in einem System angekommen seid, nach rechts weiter scrollt, aber ihr könnt dann hier noch weitergehen. Das ist in diesem Fall nicht möglich. Nach unten ist zwar ein bisschen wenig Platz, aber deswegen würde es mich überraschen, wenn vielleicht hier drunter noch irgendwas ist, aber
Ich gehe erstmal so nicht von aus. Obwohl das mit zwei Sternen. Könnte durchaus sein. Jetzt haben wir es wieder verloren. Aldebaran. 40 Lichtjahre. Das geht noch. Aldebaran ist der größte Stern im Taurus-System. Ihr seht auch hier schon 39 Tauri. V484 Tauri. Wir sind eigentlich total in der Gegend. Deswegen passt das ganz gut, dass wir den Januar oder dass der Taurus in diesem Januar irgendwie passt. Wenn wir den kompletten Taurus, das komplette Taurus-System erforschen wollen, müssen wir auch sogar hier runter in die Plejaden. Pleiades Nebula und das Kalifornien liegt da hinten. Das Pleiades Nebula würde ich sagen, machen wir am Ende der Staffel. Schauen wir mal, wie weit wir dort in der Zwischenzeit kommen. Dann würde ich sagen, da ich eigentlich so den Großteil des Plots erklärt habe, machen wir uns gleich mal auf den Weg. Allerdings, eine Sache müssen wir noch machen. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Ich befinde mich in einem anderen Schiff. Ich habe mir eine Edder gekauft. Ich habe meine Sidewinder dafür eingelöst. Mit den ganzen Upgrades, die ich dort schon investiert hatte, gingen ca. 80.000 Credits, 88.000 oder sowas. Die Edda kostet 89.000. Ich habe rund 500 Credits dazu bezahlt und hatte quasi ein wesentlich größeres Schiff mit mehr Slots. Also ich kann jetzt drei Waffen kann ich jetzt installieren, so eine Medium Hardpoint. Die Sidewinder hat nur zwei Small Points. Die Utility Mounts, die bleiben gleich und an der Stelle fällt mir nämlich was ein. Den Chef Launcher, den installiere ich gleich mal. Der hilft nämlich dann, wenn man gescannt wird. Wenn man einen Chef Launcher abschmeißt, dann wird das Scannen etwas gehindert. Und es dauert länger. Man kann dann besser davon kommen. Ich habe hier schon ein paar Basic Upgrades reingemacht. Powerplant habe ich reingeschmissen, damit wir mehr Energie zur Verfügung haben. Das ist in diesem Moment sehr hilfreich, wenn wir Fuel Scoop benutzen. Je mehr Hits, also je mehr Megawatt wir zur Verfügung haben, desto mehr kann das System die Hitze von außen kompensieren. Wie ihr seht, ich habe auch keine Schilde, dementsprechend kommt auch viel Hitze durch. Mehr Megawatt, mehr Power und das Ganze kann dann besser kompensiert werden. Zusätzlich habe ich den Heatsink Launcher habe ich auch mit installiert, falls es mal wirklich zu heiß werden sollte, einen davon abwerfen. Dann geht meine Hitze auch runter, damit es nicht zu gefährlich wird. Ich habe D-Upgrades mit drin. Die D-Upgrades sind die leichtesten aus allen Komponenten und je höher die Zahl, desto besser die Upgrades. Das macht für mich eigentlich am besten Sinn hier im Moment. Cargo Rack Capacity habe ich jetzt erstmal 2x8 installiert. Falls wir mal eine richtig schöne Trading Mission auf irgendeiner Station finden sollten, auf dem Weg nach Aldebaran oder auch dort auf der Ecke in der Nähe, je nachdem. Ich lasse es mal drin. Ich habe die Schilde rausgeworfen, dafür Fuel Scoop, ein Detailed Surface Scanner, der hat mich 250.000 Credits gekostet. Damit werden meine Scans innerhalb des Systems verbessert. Das bedeutet, ich kriege mehr Geld pro gefundenes Objekt. Den Basic Discovery Scanner würde ich gerne upgraden, allerdings kostet mich das eine 500.000 Credits. Die kann ich mir auf keinen Fall leisten. Ihr seht, ich habe 281. Wenn ich das Ding verkaufe, dann bin ich zwar drüber, aber dann, naja, also Basic Discovery Scanner und der Intermediate, glaube ich, heißt er. Was quasi passiert, ist, dass der Basic Discovery Scanner bis zu 500 Lichtsekunden alles finden kann und der Intermediate, also eine Level höher, findet bis zu 1000 Lichtsekunden Abstand. Sterne, Gasriesen, Planeten und so weiter. Das ist der einzige Vorteil daran. Und ich glaube, das Scannen geht auch generell ein bisschen schneller. Ja, so viel zum Schiff-Upgrade. Und jetzt kommt das größte Upgrade. Ich bin von Maus und Keyboard umgestiegen. Ich habe zwar die Maus noch installiert, allerdings bin ich auf einen Joystick umgestiegen. Ich habe richtig guten Joystick gefunden, den Logitech Attack 3. Habe auch in meinen Systemeinstellungen, dort gehen wir einfach mal hin. Ich zeige euch das ganz kurz.
Was ganz wichtig ist, was ich nicht wusste vorher. Ich habe es am Anfang, bevor ich meine Serie angefangen hatte, hatte ich einen älteren Joystick angeschlossen und habe hier bei den Rotationseinstellungen, habe ich hier links, rechts oder drehen, nee, bewegen links, rechts rollen und hoch, runter habe ich eingestellt. So doof ich war oder so unvorbereitet ich natürlich war, ihr seht oben rechts, wenn ich hier da oben, Digital Input. Das bringt natürlich gar nichts. Und ich habe mich gewundert, warum der Input immer so extrem ist. So, wenn ich kleine Bewegungen mache, dann, ich konnte nicht zielen. Das war furchtbar. Man muss hier eingeben. Ups, analoges Input. Dann könnt ihr eigentlich mit jedem x-beliebigen Joystick spielen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr das hier eintragt. Sonst habe ich noch ein paar Einstellungen auf den Keyboards gelegt. Das ist relativ uninteressant für euch. Das wäre der nächste Upgrade gewesen bei den Grafikeinstellungen. Das ist auch relativ uninteressant. Weitermachen. Und jetzt kommt der nächste Upgrade. Seht ihr das schon? Ja, ne? Oh, es ist doch etwas wonky. Meine Stimme wird auch lauter und leiser, je nachdem, in welche Richtung ich mich bewege. So ganz rund funktioniert das Ganze noch nicht. Ich habe FaceTrack No IR installiert. Das ist eine Software, die eine mit der Gesichtserkennung funktioniert und meine Kopfbewegung nachahmt. Jetzt, da ich natürlich komplett auf Maus oder Maus verzichte während des Fluges und mit dem Joystick die Auswahl der Seitenmenüs doch relativ schwierig sein kann. Ja, ihr seht, es ist noch ein bisschen wonky. Also da muss ich noch ein bisschen was einstellen. Ich ziehe mir das Mikrofon gerade mal noch ein bisschen hier rüber. So, kann auch sein, dass das Mikrofon einfach im Weg ist und ich deswegen so viele Probleme habe mit der Software, dass sie, ja, das Mikrofon ist auf jeden Fall für das seitliche Menü im Weg. Hier geht es nach oben. Naja, gut, man hat so oder so in der Adder, was die Cockpit View betrifft, ist nicht so toll. Jetzt hat er mein Gesicht verloren. Jetzt ist er wieder da. Ja, ich merke schon, durch die Aufnahme parallel ist die Software echt am Kämpfen gerade. Aber wir probieren es einfach mal. Die Route ist gesetzt, deswegen fliegen wir einfach mal los. Aber schon cool. So mit Kopfbewegung. Finde ich geil. Mal schauen, wie das so im Space ist. Ich habe bisher noch nicht viel getestet. Ich war mal irgendwie in der Trainingsmission drin, wo man die Kanister abschießen muss. Mehr habe ich bis jetzt nicht gemacht. Mit dem Headtracking, um einfach mal zu gucken, wie das sich so anfühlt. Noch mit dem Joystick ist es auf jeden Fall sehr spannend. Oh, nicht zu tief. Da ist einer. Vollgas. Da ist einer einer Cobra. Landing Gear einziehen. Scan detected soll er mal machen. Einmal wegboosten. Ja. Also ich glaube, das Mikrofon ist im Weg, wenn ich mich zur Seite drehe. Aber wir können ja so auch noch auf die Menüs gehen. Das ist nicht das Ding. So, Heatsink und Chef. Das machen wir mal. Hui. Da reißt er mich dann wieder raus. Aber ich kann doch trotzdem nicht bewegen. Na, komm schon hier rüber. Was ist das Menü? Nein. Hui. Okay, jetzt setzen wir nochmal zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er mein Gesicht auch wieder erkennt. Jetzt hat es. Zwischendurch mal ein bisschen das Fuel Scooping. Oh, das war zu nah dran. So, jetzt habe ich gleich mal einen Heatsink rausgeschmissen. Seht ihr?
Bin auf 30 Grad runter. So, dann geben wir nochmal Vollgas. Aber wir müssen auf jeden Fall wieder noch ein bisschen weg von der Sonne. Geht ja schon mal gut los hier. Das ist so schön, dass man jetzt einfach so einen Kopf frei hat. So, Frameshift Drive ist fertig. Geht der Blick nach links? Nein, immer noch nicht. Doch, so ein bisschen. Ah, ist aber noch sehr wonky. Okay. Da muss ich noch ein bisschen Feintuning machen. Das kriegen wir aber hin. Achso, Vollgas. Und 160 Grad. Ui. Also, ich glaube, so bis 200 Grad ist es relativ sicher. Relativ sicher. Ich kann es euch aber nicht bestätigen. Das müsste ich dann nochmal nachlesen. So, ja, ich weiß, Temperatur kritisch. So, deswegen warten wir einfach mal kurz. Jetzt sinkt die Temperatur wieder. Ich gebe mal wieder Vollgas. Ui. Ja. Also das sieht ganz so aus, als wäre das Mikrofon im Weg, wenn ich mich zum Seitenmenü drehen muss. Daher werde ich dann wahrscheinlich erstmal auf den Knopf drücken. Und wenn ich mich ein bisschen umschauen möchte, dann kann ich das ja immer noch so machen. Darf sich auch nichts vor meinem Gesicht befinden. Vielleicht auch mal eine andere Kameraposition austesten. Wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen am Aufbauen. So, da müssen wir nach Erne. Ja, das nehmen wir noch ein bisschen mit. Wenn wir jetzt anhalten sollten, dann kann ich hier in Ruhe scoopen, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Aber der Sprit ist ja noch genug. Ihr seht, ohne Schilde geht die Hitze ganz schön schnell hoch. Gut, dass ich diese Heatsinks installiert habe. Ja, also ich merke schon, die Face-Track-Software plus Aufnahme und die Grafik noch oben mit drauf, das geht ganz schön ins Geld, ganz schön auf die Performance. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen tweaken. Aber das kriege ich hin. Das mache ich aber nicht, während die Kamera läuft. Das macht dann keinen Sinn. Seht ihr, wie schön das ist, wenn ich hier rumfliege? Ein Joystick ist schon was anderes. Also ich kontrolliere mit dem Joystick drei Richtungen. Einmal oben, unten. Oben, unten. Dann rollen nach links und nach rechts. Und wenn ich den Joystick in sich drehe, bewege ich mich nach links und rechts. Vielleicht verändere ich das irgendwann mal. So, wenn ich den Joystick nämlich jetzt hier nach rechts kippe, dann drehe ich mich auch. Nein, da will ich nicht hin. Da will ich hin.
Das nicht den Joint in sich, den Joint. Genau, in sich drehe. Ja, ja, das passt ja wieder ganz gut. Den Joystick nach links und nach rechts drehe, dann bewege ich mich nach links und rechts. Wenn ich nach kippe, dann kippe ich. Oder dann drehe ich mich. Und nach oben, nach unten, muss ich euch ja nicht noch großartig erklären. Aldebaran. Da sind wir aber richtig flott, wa? Lichtjahre ist gar nicht so weit entfernt. Dieser Riesenstern wieder. Meine Fresse. Krasses Ding. Wir können ja trotzdem einfach mal scannen, aber es wird sich nichts finden. Nein, dachte ich mir. So, da waren wir noch dabei, Fire Groups hier einzuschalten. Heatsink Launcher auf Fire Group 2. Tür. Da würde ich sagen, ich plotte gleich mal die Route in das nächste System und wir sehen uns in der nächsten Episode weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.